Warum ist das schief? Das ist schief, oder? Ich habe keinen Knick in der Pupille. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich hoffe, ich sehe so schön aus, wie ich mich fühle. Nämlich nicht. Ich bin ganz schön fertig, habe heute einiges gemacht. Und zwar das erste Mal Rasen gemäht. Dann könnt ihr unseren wunderschönen Rasen mal sehen. So, da musste natürlich noch ein bisschen was nachgesät werden. Und der englische Golfrasen-Look ist noch nicht ganz perfekt. Ich muss noch das Muster mit dem Rasenmäher herausfinden, wie man fahren muss. Ich glaube, man muss einfach nur eine Bahn in die eine Richtung und dann in die andere und immer abwechselnd. Oder so ein cooles Schachbrettmuster. Muss ich mir noch überlegen, damit das besonders cool aussieht hier. Auf jeden Fall sehr schönes Gras, aber leider ein paar Lücken drin, also nachgesät. Was gibt's noch Neues? Unser Wohnzimmer ist jetzt präsentabel. Und zwar seht ihr es hier. Ich mache mal Licht, denn auch das ist neu. Wir haben jetzt hier eine Couchlampe. Relativ günstig, hat die Melli bestellt. Und mit so einer Edison-Birne. Und dazu der Tisch mit Couch. Und jetzt auch keine störenden Kartons mehr im Weg, zumindest hier, hier natürlich schon. Aber hier nicht mehr. Und jetzt kann man sehen, wie wir uns das vorgestellt haben. Hier ist unser viel zu klein geratener Fernseher. Oder auch nicht. Größer, glaube ich. Die nächste Größe hätte auf einfach mal das 40-fache gekostet. Genau. Eine Nummer größer kostet 40 mal so viel wie dieser 86-Zeller. Und da kommt noch Einbauschrank drunter, sodass der dann so auf dem Einbauschrank 80 cm hoch stehen wird. An die Wand werde ich ihn gar nicht hängen, weil der genau zwischen Klimaanlage und Einbauschrank passt. Und es dann ein bisschen sinnlos wäre, den aufzuhängen für nichts und wieder nichts. So, hier haben wir ein paar Stühle ausgepackt. Von 10 Stühlen waren 5 beschädigt. Und der Witz, wir kriegen oder haben schon in der Garage 5 neue bekommen und dürfen die 5 alten behalten. Natürlich ist das für die Firma eine günstige Möglichkeit, den alten Schrott zu entsorgen. Aber sie sind ja nicht total Schäden, sondern man kann aus diesen 5, 6 alten kann man durchaus auch, nee, aus diesen 5 alten Stühlen kann man durchaus 3 oder 4 gute neue machen. So. Warum ist das schief? Das ist schief, oder? Ich habe keinen Knick in der Pupille. Whatever. Okay, wir machen im Wohnzimmer das Licht aus. Licht aus. Genau. Was gibt es noch Neues? Der Glaser war da und hat unsere 2 von 3 Duschen fertig gemacht. Und das schauen wir uns jetzt an. Und zwar hier in unserem Spa oder Erdgeschossbad. Da haben wir ja die Einbauschränke hier. Da habe ich jetzt auch Wasserhähne montiert und Abflüsse. Und auch hier die Siphons. Da fehlen natürlich noch die Fronten und die Schubladen. Aber worum es hier eigentlich geht, ist hier die Scheibe der Dusche. Auch hier haben wir ein Licht. So wollen wir mal nicht sein. So, also relativ schlicht. Einfach eine stehende Wand. Und dann gehst du hier in die Dusche rein und kannst dich schick duschen. Und wir hoffen, dass es nicht so sehr nach draußen spritzt. Aber da ist echt viel Platz. Wenn man hier unter dem Duschkopf steht, ist noch viel Platz nach draußen. Vor allem kommt das Wasser da nicht so mit so einem starken Strahl raus, sondern das ist mehr so ein weicher Regen. Dann, wenn wir schon auf dieser Ebene sind, zeige ich euch noch das von der Melli gestaltete Gäste-WC mit einem ganz anderen Farbcode als sonst. Sonst haben wir hier ja Chrom und Schwarz und so. Und hier sieht man es eben schon am Türgriff. Habe ich euch ja schon gezeigt, den goldenen. Aber jetzt haben wir eben hier alles komplett.
Wir haben also hier einen Spiegel, guten Tag. Und Wasserhahn in Gold und auch den Handtuchhalter. Das war meine Idee, den dahin zu machen, wie es in Hotels oft ist. Weil, oh cool, ich bin im Bild, ich kann mich sehen und der Handtuchhalter ist im Bild. Weil sonst hätte man auf die Schubläden achten müssen und dann hätte der Handtuchhalter irgendwo hierhin gemusst, viel zu weit vom Waschbecken oder vorne an die Schubladen dran, dann hätte man aber noch einen gebraucht. Und deshalb dachte ich hier, wie im Hotel, machen wir den mal dahin. Und ich finde, es ist ganz gut gelungen. So, ihr merkt vielleicht, ich habe leichten Heuschnupfen. Das liegt daran, dass ich Rasen gemäht habe, wie schon erwähnt. Jetzt gehen wir nach oben und schauen uns die zweite fertiggestellte Dusche an. Hier hat sich der kleine Roboter versteckt. Den wollen wir gleich mal zum Leben erwecken. Mag er nicht? Okay, also hier in der Kinderdusche wurde nur so ein Shampoo-Halter angebracht, so eine Glasplatte. Aber der wahre Witz ist hier im Elternbad, wo ihr ja wahrscheinlich schon das Waschbecken und so kennt, von dem ich sehr begeistert bin. Man sieht den dünnen Rand hier. Sehr schön. Und hoffentlich spritzt es nicht so sehr, weil es doch recht flach ist. Aber sieht zumindest gut aus. Dann haben wir hier eben unsere Duschtür. Farbcode in dem Bad ist auch schwarz bzw. Anthrazit und weiß. Und deshalb hier schwarze Beschläge. Licht an. Und innen auch wieder eine Glasplatte als Shampoo-Flaschenhalter. Diese gelben Klötzchen sind kein Stilelement, sondern zur Stabilisierung da, damit das Silikon gut trocknen kann. Und der Witz, auch hier, es gibt überall einen Witz, es ist sehr witzig, ist, dass erstens die Duschtüre in beide Richtungen aufgeht und zweitens, dass man sie nur in die Richtung schieben muss, wo man sie haben will. Und dann rastet sie in der Nullstellung ein. Das heißt, man geht in die Dusche, lässt die Tür zufallen und sie geht selber auf die Zustellung. Zustellung, okay. Auf die Zustellung, wir bleiben dabei. Hier kann man auch ganz gut sehen, dass wir hier noch so eine Spritzschutzlackierung anbringen haben lassen, nachträglich, weil einfach die Gefahr zu groß ist, dass man die Wand sofort versaut. Dann kommt noch ein Spiegel hin und dann ist das hier erledigt. Jetzt werde ich den Roboter befreien und dann zeige ich euch noch eine richtig coole Sache, die diese Woche geliefert wurde. So, es folgt der ultimative Abstieg und zwar in den Keller, wo mein persönliches Wochenhighlight, aber natürlich nicht ohne Wehmuts- oder Wermutstropfen, Wehmutstropfen, glaube ich, heißt es laut. Und zwar haben wir geliefert bekommen diese Woche unsere Fitnessgeräte. Und zwar den Crosstrainer und das Laufband. Und ich mache mal im Schnelldurchlauf, weil wir machen das alles noch im Detail. Aber nur, dass ihr seht, was sich entwickelt. Wir haben hier das Laufband von Horizon, hatte ich vorher nicht so oft gehört. Aber dieses Laufband hat eine sensationelle Funktion. Und zwar kann es verschiedene Untergründe simulieren. Das heißt, man kann einen Lauf auf einem Waldboden machen, man kann einen Lauf auf Asphaltboden machen. Also vier verschiedene Härtegrade für den Boden mit einem Luftpolster funktioniert das und es funktioniert wirklich. Es ist richtig krass und es macht riesen Spaß, auf so einem weichen Waldboden zu laufen im Vergleich zum Asphalt, auf dem ich sonst immer laufe. Und das stellt man hier einfach mit diesen Tasten ein und dann kümmert sich das Gerät darum. So, genau. Ihr könnt es hören, jetzt wird gerade das Luftkissen aufgepumpt und dann wird der Untergrund total weich. Ziemlich nice.
Die Anzeige ist relativ simpel. Da gibt es nicht viel Schnickschnack, wie ihr sehen könnt. Hier kann man die Steigung einstellen, hier kann man die Geschwindigkeit einstellen, hier wird der Puls gemessen und hier kriegt man ein paar einfache Informationen. Hier ist so ein Ablagedings, wie man es aus dem Fitnessstudio kennt. Und hier, das ist allerdings schon cool, kann man ein iPad drauf tun mit der zugehörigen App. Und dann hat man wieder alle Funktionen, die man so kennt. Also sämtliche Angaben, Visualisierungen und vor allem so virtuelle Laufstrecken, wie man es aus dem Fitnessstudio oder aus dem Hotel kennt. Ich glaube, das wird relativ schnell langweilig mit diesen Laufstrecken, aber es ist halt ganz cool, das mal zu haben. So, jetzt lässt man das Ding einfach stehen und dann geht es irgendwann aus, hoffe ich. Das sind übrigens die Tasten, mit denen man es bedient. Was ziemlich cool ist. So, wir sind jetzt gerade in der Pause, deshalb kann ich nichts machen. Und dann haben wir hier, das klingt ziemlich merkwürdig. Und dann haben wir hier unseren Crosstrainer von Life Fitness, irgendwie ein völlig neues Konzept. Sehr kompakt für einen Crosstrainer, hat nicht so eine Ausladung, relativ schwer, guter Rabatt, 50% Rabatt, musste ich zuschlagen. Und sogar hier mit Farbdisplay und iPad-Halter und allem drum und dran. Aber kleiner Wehr- und Wehmutstropfen, er funktioniert nicht. Sobald man ihn anschaltet, gibt es eine Fehlermeldung, dass er seine Basis nicht finden kann. Und dann kann man kein Training machen. Da soll angeblich der Life Fitness Service persönlich, also der Herr Life Fitness, soll vorbeikommen und das in Ordnung bringen, was ich ihm auch raten will. Und ich sehe gerade, hier kann man auch noch Sachen einstellen. Nice, direkt am, werde ich wahrscheinlich doch auch mal benutzen, ist nicht mehr für die Männer. Sogar mit Getränkehalter. Und ja, ich hoffe, die fixen das dann. Und weiterer Mangel, nicht nur, dass er überhaupt nicht geht, sondern auch hier gleich, sieht man jetzt wahrscheinlich nicht so dunkel, auf jeden Fall hier ist das Trittbrett gebrochen. Da meinte der Aufbau-Heini nur, und ich darf Aufbau-Heini sagen, weil der Aufbau 500 Euro kostet und ungefähr, also man hätte es nicht schlechter machen können, oder halt kundenunfreundlicher. Keine Erklärung, Bedienungsanleitung ist da hinten, nur auf Englisch. Was wäre jetzt, wenn ich kein Englisch könnte oder mich schwer täte, dann hätte ich jetzt ein echtes Problem. Und ja, hat dann gesagt, ja, dieser Bruch am Trittbrett, den haben einige und ja, das soll man so akzeptieren und vielleicht gibt es ja einen kleinen Preisnachlass, hat er noch gemeint. Was bei einem Live-Fitness-Fitnessstudio-Gerät eigentlich nicht zu akzeptieren ist. Also da werden wir noch ein bisschen Ärger kriegen, schätze ich mal, oder Ärger machen. Aber an sich sieht es saucool aus. Und genau, die haben die Geräte auch überhaupt nicht hingestellt, wo ich sie haben wollte. Das Laufband habe ich jetzt selber durch die Gegend buxiert. Der Crosstrainer steht noch da, wo die ihn aufgebaut haben. Weil das soll dann der Live-Fitness-Service machen, wenn der kommt, um ihn zu reparieren. Vielleicht muss er ihn ja auch komplett austauschen. So, wir gucken mal. Naja, dieses Trittbrett müsste er eigentlich schon irgendwie tauschen können. Er muss halt das Teil zerlegen. Naja, okay. Das Laufband hier kann man noch zusammenklappen. Was ganz nett ist. Ah, mit einer Hand etwas schwierig. So, dann rastet das ein. Wenn man so ein bisschen Platzprobleme hat oder es bewegen will, weil das hat hier unten Rollen. Und dann kann man das relativ einfach durch die Gegend fahren. Und dann kann man es hier wieder aus der Raste nehmen und dann hübsch runterlassen. So, das macht es dann selbst. Rums. Fertig. Also hat eine relativ breite Lauffläche auch. Von dem bin ich begeistert. Von dem habe ich noch keine Ahnung. Ansonsten habe ich hier meinen Musikkeller ein bisschen weiter ausgebaut. Fernseher fehlt noch da hinten zum Laufen. Wobei das mit dem iPad eigentlich auch ausreichend wäre. Und ein paar Sachen sind außen noch am Haus passiert. Es wurde ein Teil gestrichen, ich habe ein bisschen was selber gemauert, die Halterung für die Gasflaschen,
oder den Sockel für die Gasflaschen, für den Kamin. Und was noch nächste Woche kommen sollte, ist endlich das richtige Teil für den Grill. Dann kann ich auch den aufbauen und euch zeigen. Der Schreiner ist ja auch noch lange nicht fertig, der muss ja auch nochmal anrücken und Griffe montieren, hier fertig bauen, Wohnzimmer, Schlafzimmer fertig machen, auch in der Garderobe. So grifflos sieht das eigentlich ziemlich geil aus, wie ich finde, aber man kommt halt nicht in den Schrank rein. Das ist ein Problem. Ich werde die Folge jetzt beenden und schnellstmöglich hochladen und denke, dass wir in ein, zwei Wochen einziehen können und dann gibt es die richtigen Detailberichte von dem Haus und was wir irgendwie hier für ein Geländer haben und wo wir die Bilder aufhängen und wo die Klamotten hinkommen und so weiter und so fort. Das in den nächsten Folgen. Jetzt erstmal danke fürs Zuschauen. Bitte abonnieren, Daumen hoch, Glocke drücken, kommentieren, was auch immer. Ich antworte jedem, sofern ich es zeitlich schaffe und freue mich auch über jeden Kommentar und freue mich auf die nächste Folge. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.